unsere stärkste Map. Somit jetzt die besten Voraussetzungen für das Team aus Australien hier zurückzukommen. Das Spiel beginnt. Wir sind in der Perspektive von Team Blau und es geht auch schon direkt los. Australien muss jetzt hier versuchen vorzulegen. Sie sind oben auf der Brücke. Wir sehen ganz, ganz vorne ist hier Doku mit dabei. Versucht gleich die ersten Spieler aus dem Spiel zu nehmen und kommt hier von hinten. Schön kann er da rankommen aus dem Spieler der USA, aber er kriegt ihn nicht. Ja, vielleicht nochmal ein paar Worte zur Map, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt. Es ist eine sehr, sehr lange Map. Es handelt sich hier eigentlich, wenn man so sagen möchte, um eine Brücke, auf der sich beide Teams in der Mitte die meiste Zeit bekriegen und es wird sehr, sehr viel mit der Sniper-Rifle gearbeitet. Richtig. Und das natürlich auch an dieser Brücke. Da muss er treffen. Oh, Doku, der Spieler von Australien mit der Sniper, hat ihn nicht getroffen. Ja, du hast es schon erwähnt, die Sniper hier eine sehr, sehr wichtige Waffe. Sonst auch immer, aber auf dieser Map ganz besonders, denn es gibt viele lange Geraden, man kann oft lange Wege einsehen und die Sniper ist einfach mitentscheidend. Aber da wird er von hinten aus dem Spiel genommen. Ja, für alle vielleicht noch ein bisschen zur Orientierung. Australien spielt jetzt hier in Blau und das Team aus den USA, Mobb Deep, spielt hier in Rot. Jetzt hier auch schon die ersten Spieler von USA in der gegnerischen Mainwelt, wenn man das so sagen möchte, angekommen. Und die räumen hier doch schon ganz schön auf. Ja, sie sehen im Moment sehr selbstbewusst, sehr offensiv aus und gehen hier mit einer 10:6 Frag-Führung in diese Map rein. Wir werden sehen, ob Australien jetzt hier auf ihrer stärksten Map, wie sie gesagt haben, durchhalten können, ob sie nachlegen können und vielleicht sogar einen Ausgleich schaffen können. Ja, bleibt natürlich abzuwarten. Natürlich gibt es auch auf dieser Map wieder den Rocket Launcher. Ja, der Rocket Launcher, du hast es erwähnt, er spawnt ganz in der Mitte dieses Plateaus, wo wir hier gerade unten sehen, unten auf diesem helleren Weg. In der Mitte fällt der Rocket Launcher und er ist natürlich auch mitentscheidend. Also in der Hand eines guten Spielers ist so ein Rocket Launcher eigentlich sechs Punkte. Ja, wobei man auch ganz klar sagen muss, dass mit dem Rocket Launcher meistens unterhalb, also auf der unteren Ebene dieser Brücke, attackiert wird oder beziehungsweise angegriffen wird, denn auf freier Fläche durch die ganzen Sniper ist man hier ein ziemlich leichtes Ziel und dementsprechend ist auch der Rocket Launcher hier nicht wirklich die perfekte Waffe, um gegen einen Sniper vorzugehen. Das ist richtig, wir haben jetzt den ersten Perspektivenwechsel, momentan steht es 20:10 für das Team aus den USA und wir sehen hier die Perspektive von Nye, dem Spieler aus den USA. Er geht jetzt hier offensiv nach vorne, versucht hier vielleicht mit dem Mauler den anderen oder anderen Spieler von Australien aus dem Spiel zu nehmen, aber er wird da von hinten getroffen, das hat Australien schön gemacht und hat den gegnerischen Spieler in ihrer Basis da sehen können. Es geht hier auf der Brücke weiterhin hoch her. Nye versucht jetzt hier nochmal, aber da kommt die Grand geflogen. Er ist One-Shot und muss jetzt sich hier auf jeden Fall zurückziehen. Schafft das, aber so wie es aussieht auch und seine Schilde lagen in diesen Sekunden wieder nach. Das ist natürlich extrem wichtig. Man hat den Gegner mit der Granate, wie man gerade gesehen hat, One-Shot, so wie jetzt auch schon wieder. Und dann muss man nachlegen, dann muss man den letzten Schuss machen, denn nur dann zählt der Kill. So sieht es aus. Ich bin momentan ein bisschen von der Leistung von Australien, ja, ich möchte nicht sagen schockiert, aber ein bisschen überrascht. Denn im Vorfeld haben sie gesagt, dass Narrows eigentlich so ihre Lieblingsmap ist, auf der sie auch ziemlich viel trainiert haben. Und momentan sieht man noch nicht wirklich viel davon. Die Amerikaner dominieren in das Match 31:17. Der Rocket Launcher, jetzt vielleicht die Chance. Ah, das ist USA. Jetzt auch noch der Rocket Launcher in den Händen von den USA. Also, sieht nicht gut aus. Ja, er wagt sich jetzt erstmal nach oben. Ja, aber er geht down, gesehen, vielleicht da jetzt kam die Chance. Der Sniper-Schuss und damit war es das erstmal hier mit dem Rocket Launcher. Jetzt natürlich das Team Blau mit dem Rocket Launcher unterwegs. Und da können natürlich jetzt hier ein paar Frags fallen. Ja, und man hört es dann auch im Teamspeak, wie sie alle panisch Rockets, Rockets, Rockets schreien und dann wird natürlich versucht, hier möglichst auszuweichen. Und ja, jetzt sehen wir hier wieder die Sicht von Australien. Sie sind jetzt hier erstmal ein bisschen unten unterwegs, aber natürlich geht hier oben die meisten. Ja, das 1-on-1-Duell. Oh, schön, das gewinnt er, aber wird sofort wieder vom Sniper geholt. Ja, also die Sniper-Position, ihr habt es vielleicht schon gesehen, sie stehen hier rechts, jeweils rechts oder links oben auf den Brückenpfeilern, wenn man das so sagen möchte. Und da haben sie natürlich einen freien Blick auf die komplette Map und können hier den einen oder anderen Spieler ziemlich leicht aus dem Spiel nehmen. Ja, und wir sehen vielleicht jetzt auch so ein bisschen das Problem des Teams aus Australien, ihr Sniper Doku. Der kann hier nicht so wirklich gut aufspielen momentan. Er hat selten die Sniper und hat momentan auch nur 2 Frags, was wirklich wenig ist für einen Sniper auf dieser Map. Und wenn der Sniper hier nicht gut genug agieren kann, dann leidet das ganze Team, wie wir gerade sehen. Ja, so sieht's aus und vor allen Dingen auch relativ interessant zu sehen, die Amerikaner schaffen es auch hier sehr, sehr gut, die Eingänge, also quasi unter den Plattformen, sehr, sehr gut mit Granaten abzudecken. Also das hier, die Australier gar nicht so wirklich nach oben kommen können, um hier irgendwie den einen oder anderen Frag setzen zu können. Das ist richtig, da fliegen konstant die Granaten, man sieht das hier sehr schön. Oh, da muss er weg, One-Shot, zieht sich zurück. Steht jetzt hier erstmal hinter diese
ja, Absperrung, je nachdem, wie man das sagen möchte, hinter diesem Hindernis. Und sie können ein bisschen nachlegen, nur noch 8 Punkte, jetzt wieder 9. Die Führung für das Team aus den USA. Australien bleibt dran, aber es sieht momentan wirklich danach aus, als ob USA das Ding hier nach Hause schaukeln können. Aber nach wie vor knappe 10 Minuten zu spielen und noch ist alles drin für das Team aus Australien. Und wir sehen, Sedoko geht nach vorne, hier wird gedockt und schafft es. Ja, aber wird selbst noch gekillt durch eine Granate. Also, das war nicht ganz so glücklich, aber natürlich auch sehr, sehr gut reagiert noch von den Amerikanern. Gegen den Sniper, da muss er weg, da kann er nicht an mit seiner Battle Rifle, das hat er auch eingesehen, zieht sich hier zurück. Und widmet sich jetzt erstmal die Kämpfen oben auf der Brücke, da werden ein paar Granaten geworfen, aber sie sind hier im Kreuzfeuer, ja, man sieht, sie sind unter Bedrängnis. Ja, also sie haben hier sehr, sehr große Probleme, irgendwie Fuß zu fassen in diesem Game. Aber man muss ganz klar sagen, sie haben den Rückstand, den sie hatten, ein bisschen ja, dezimieren können, wobei der jetzt hier schon wieder in den letzten paar Minuten ziemlich angewachsen ist. Also sie hatten hier schon ja, eine leichte Schwächephase, also möchte ich nicht sagen, die Amerikaner, aber sie haben doch die Gegner wieder ein bisschen rankommen lassen, das wollen sie natürlich jetzt hier sofort verhindern. Sie wollen hier auf Nummer sicher gehen und versuchen jetzt den nächsten Kills so schnell wie möglich zu setzen. Doko kommt jetzt hier über die Brücke, wagt sich hier sehr weit nach vorne, 1-on-1 auf der Brücke und ja, er schafft es nicht, da fehlt dann wirklich das letzte bisschen Aiming, das letzte bisschen Coolness in diesen 1-on-1-Fights, den sehr engen. Er ist ja auch mehr der Sniper seines Teams und momentan eine 10-Punkte-Führung für USA, da kommt er nach oben, sehr, sehr selbstbewusst, aber er geht da One on One hat diesmal Australien gewonnen und ja, langsam und sicher kommen sie auch wieder ran, also es geht hier Stückchen für Stückchen, dass sie ein paar Fracks wieder aufholen, aber es ist noch nicht wirklich, ja, dass man sagen kann, es ist jetzt ein knappes Match, vielleicht schaffen sie es jetzt hier mal ein bisschen offensiver vorzugehen, aber sie bleiben hier, sie werden von den Amerikanern halt ziemlich in Schach gehalten. Und da kommt der von hinten, da war die Ansage, One-Shot auf der Brücke, da kommt sofort ein Spieler von unten. Wir sehen, wie gut die Absprache hier von den USA funktioniert. Kommt sofort jemand hoch und finisht ihn. Und das ist der ein weiterer Punkt auf dem Konto der USA. Ja, jetzt hier vielleicht mal ein Kill für Australien. Das war eigentlich, ja, das war eine One-on-One-Situation. Aber sofort kommt natürlich hier der Teamkollege und hilft ein bisschen mit. Und das sind natürlich so solche ja, Situationen. Und ein Headshot! Schön! Schön gemacht hier. Vom Team USA. Also ihr Sniper ist doch hier definitiv auf der Höhe. 62-51. Das kann man so sagen. Jetzt sind wir wieder in der Perspektive von Nai und wir können jetzt sehen, wie selbstbewusst das Team USA hier momentan aufspielt. Sie wagen sich hier schön auf die Brücke und jetzt im 1-on-1 unterliegt Nai hier allerdings. Also ein weiterer Punkt für Australien. Sie geben sich noch nicht auf und es geht wieder los. Sie spawnen hier ja nach jedem Frag die Spieler sehr, sehr schnell wieder. Es geht Schlag auf Schlag. Er geht jetzt hier über unten, versucht hier den Killsafe aus dem Spiel zu nehmen. Gelingt ihm nicht. Er geht weiter nach vorne offensiv. Weiter Druck aufbauen. Hier sieht man einen sehr, sehr schönen Jump. Ja, und man sieht hier, wie er hinten in die Basis des Teams Australien reinkommt. Versucht jetzt vielleicht von hinten den einen oder anderen Spieler aus dem Spiel zu nehmen. Geht hier nach unten über die Brücke. Ja, man hat auch sehr, sehr schön jetzt mal den Aufbau vom Team USA gesehen. Also sie gehen hier meistens zu dritt immer vor. Werfen ein paar Granaten meistens. Und er kommt von hinten, das ist es, was ich meine. Das ist der Unterschied, der hier einfach zu sehen ist. 11 Punkte und das machen wirklich diese kleinen taktischen Finessen, die USA hier bringt. Ja, aber jetzt die Australien hat sich nicht klumpen lassen. Jetzt fallen sie nicht mehr drauf rein. Vielleicht können sie jetzt nochmal den Hebel umlegen und kommen nochmal zurück in diesen Game. Es wäre ihnen auf jeden Fall zu wünschen, denn dann würden wir noch eine dritte Map hier sehen. Das wäre natürlich schön, wir müssen abwarten, es sind noch 6 Minuten 30 Sekunden zu spielen auf Narrows und wir sehen hier oben auf der Brücke einen selbstbewussten Nai, der sich hier weiter nach vorne wagt, da kommt ein Spieler aus Australien von unten, aber sofort ist ein Teamkollege hier zur Unterstützung, jetzt wird hier jetzt kurz abgesprochen, gehen wir weiter vor, ja wir gehen weiter vor, da müssen jetzt vielleicht nochmal die Granaten fliegen, um hier den einen oder anderen Spieler anzuschlagen, aber man sieht es wieder, sie sind abgelenkt, sie schießen woanders hin und er kann hier einen Spieler, vielleicht auch noch einen zweiten aus dem Spiel nehmen. Ja, jetzt hier schon wieder 11 Frags Unterschied und das ist natürlich eine sehr, sehr üble Angelegenheit. Also die Zeit rennt Team Australien wirklich, ja, sie läuft hier wirklich davon, ja, und sie müssen jetzt mal wirklich gucken, dass sie vielleicht mal zusammen hier 3-4 Leute, wie es auch die Amerikaner machen, dass sie hier einfach mal nach vorne gehen und versuchen, den einen oder anderen Kill zu setzen und dann halt einfach mal hier den Hebel umzulegen und dann versuchen, den Vorsprung wieder aufzunehmen. Ja, sie geben sich alle Mühe und sie können nach wie vor auch ganz gut mithalten, was wir da in der Gruppenphase für Spiele gesehen haben mit 150-70. Ja, Frags, das waren dann schon ganz andere Unterschiede. Die Teams doch relativ ausgeglichen hier, aber nach wie vor die USA hier einen Tick besser. Wir sehen jetzt 77-71 und vielleicht erleben wir aber doch noch die große Überraschung. Ich würde es den Australiern wirklich jetzt hier wirklich gut
gut aus. Also 79 zu 73 sind jetzt wieder sehr, sehr nah rangekommen. Und jetzt müssen wir natürlich gucken. Jetzt sind hier die Amerikaner erstmal wieder ein bisschen zurückgedrängt, aber gehen wir sofort wieder unten vor. Jetzt hier im One-on-One, da fliegen die Granaten, aber die Granate ging auch nicht so ganz dahin, wo sie hin sollte. Jetzt wechseln sie erstmal hier nach oben. Auch wieder ein sehr, 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 sehr schöner Jump. Erstmal ja, den muss oben. Er haben, den muss er jetzt hier schön aus ja, dem Spiel genommen. Hat er gemacht, aber es läuft hier ein bisschen in die Granate rein. Muss erstmal nachladen, wirft jetzt die nächste Granate hier erstmal nach unten. Und versucht natürlich jetzt hier erstmal den Eingang ein bisschen zu blockieren, aber jetzt kommt von oben ebenfalls ein Astral. Jetzt haben sie diesen US-Amerikaner in der Zange und da geht er natürlich auch down. Es war eine One-on-One-Situation und die hat er hier nicht geschafft. Und es wird noch sofort hier weiter Druck aufgebaut in der Mitte der Map, aber es ist hier immer noch eine Führung für das Team aus den USA. Und jetzt machen sie hier wieder wirklich Druck. Wir sehen hier schon, der Spieler aus unserer Perspektive. Nur noch vier Frags. One-Shot. Vier Frags. Für das Team aus Australien. Fünf sind es wieder geworden. Sie kämpfen sich ran. Sie kämpfen hier wirklich um jeden einzelnen Frag. Und es könnte durchaus passieren, dass sie hier nochmal rankommen. Jetzt sehen wir hier nochmal Doko, der Sniper. Er könnte jetzt hier die entscheidenden Kills machen, um sein Team zurück ins Spiel und zu bringen. Oder richtig, besser gesagt, den Ausgleich zu schaffen. Schafft er es. Erstmal eine Plasma-Granate nach unten. Und jetzt muss der Schuss hier kommen. Der muss ja, jetzt ein schöner Headshot. Hat er jetzt hier erstmal diesen Spieler erlegt und jetzt muss es natürlich erstmal wieder ein bisschen sortiert werden, dann wird es auch gleich wieder in die Offensive gehen. Wenn ich das richtig gesehen habe, liegt auch da schon wieder der Rocket Launcher. Oh, jetzt haben sie gemerkt, hier schön. Ist ein Sniper unterwegs, da kam die Ansage und sofort kommt der Spieler aus den USA von hinten, nimmt ihn aus dem Spiel, schnappt sich die Sniper und das sind so wirklich spielentscheidende Momente, dieser Frag, den wir gerade gesehen haben. Ja, und jetzt sind wir hier unten erstmal wieder ein bisschen unterwegs. Es geht jetzt auf die US-Amerikaner, aber das sehen wir schon wieder. Dann werden sie in die Zange einfach genommen. Da kommt jetzt hier eine sehr, sehr schön geworfene Granate. Oh, aber von hinten shot. Jetzt schon wieder ein Spieler aus dem USA mit am Start. Ja, und da geht er nach oben. Und dann sind da halt auch schon wieder zwei mit von der Partie. Das war auch sehr schlecht. Der war One-Shot und rennt hier, statt sich zurückzuziehen, weiter nach vorne. Da wollte er zu viel. Da muss er kurz warten. Da muss er wirklich die Geduld haben, auch wenn es um so viel geht. Und warten, bis seine Schilde wieder aufgeladen sind. Ja, gut, aber man muss auch ganz klar sagen, die Absprache des Team USA ist hier wirklich vorbildlich. Also, wenn ein Spieler mal One-Shot ist, da wird der Druck gemacht. Auch hier sehen wir schon wieder, da wurden die beiden Spieler hinten attackiert. Dann kommt von der Seite der Nächste hinzu und dann ist es eine 3 gegen 2 Situation und dann habe ich natürlich hier sehr, sehr schlechte Chancen. Aber auch eine sehr, sehr schöne Granate jetzt hier gerade geworfen, beziehungsweise sehr schön nachgesetzt. Jetzt hier die Schilde erstmal wieder ein bisschen aufladen müssen. Jetzt geht hier wieder unten lang. Das Spiel neigt sich dem Ende entgegen. Noch 2 Minuten 30. Es sind 5 Kills. Das wird hier wirklich nochmal spannend. In der letzten Minute können hier locker nochmal 6, 7, 8 Frags fallen. Das ist alles kein Problem. Jetzt, und jetzt kommt er von hinten. Wie gut kann er die Situation jetzt ausnutzen? Aber er wird sofort attackiert. Ja, das sind 3 Amerikaner mit am Start. Da wird er sofort hier zerlegt. Da hat er gar keine Chance, hier wirklich groß Schaden anzurichten. Und da müssen sie jetzt natürlich gucken. Sie müssten jetzt mal gemeinsam vorgehen, aber jetzt sind sie auch schon wieder 10 Frags. Und das sind halt diese spielentscheidenden Aktionen. Da fallen 2, 3 Spieler von Australien und dann gehen sie natürlich hinterher und sie wissen genau, wo sich der Gegner dann befindet und dann machen sie einfach Druck und nehmen dann halt auch die nächsten 2 Spieler. Oh, da kommt der Sniper, aber vielleicht kann er ihn jetzt hier aus dem Spiel nehmen. Das wäre wichtig. Ja, hat er hier geschafft. Und ja, es sind jetzt hier wieder 10 Frags Unterschied, also auch die nächsten Spieler kann er aus dem Spiel nehmen. Also 2 Doko hintereinander jetzt. Auf. Ja, jetzt muss er natürlich gucken, muss hier mal ein paar vernünftige Waffen, also sprich Sniper oder Rocket Launcher sammeln, dass sie mal ein bisschen Druck machen können. Wobei man ganz gesagt muss, in diesem Match ist jetzt hier der Rocket Launcher nicht wirklich spielentscheidend gewesen. Da war es hier schon die Sniper Rifle. Jetzt hier ziemlich unter Bedrängnis. Ja, da kommt auch schon der nächste Schuss. Also das war jetzt keine schlechte Aktion eigentlich hier von Australien. 9 Frags und gut eine Minute zu spielen. Noch ist es machbar, noch ist hier alles möglich. Jetzt hier und wir sehen Sniper. Wirklich, es ist hier Action ohne Ende geboten. USA steht kurz vor dem dritten Platz bei den WCG Grand Finals 2008 hier in Köln. Sie können es schaffen. Eine Minute und es sind jetzt hier noch 11 Frags inzwischen wieder. 11 Frags sind es inzwischen, die Amerikaner hier in Front sind und jetzt müssen die Australier wirklich Gas geben. Jetzt müssen sie Gas geben, ansonsten ist die Bronzemedaille weg. Jetzt müssen sie wirklich in die Offensive gehen. Es sind noch, jetzt sind es wieder 8 Frags, aber trotzdem, sie müssen jetzt hier wirklich mal in die Offensive gehen. Sie müssen gegen den Wasserspiel nehmen. Jetzt vielleicht hier in dieser One-on-One-Situation. Schöne Granate hier vom Amerikaner. Da muss sich der Australier zurückziehen und von hinten. Natürlich geht er down. Jetzt hier 7 Frags der Unterschied. Also sie sind um eine Frag rangekommen. Sie haben noch 30 Sekunden, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, da müssen sie jetzt schon. Es ist noch möglich, es bleibt auf jeden Fall möglich. Aber wir sind jetzt hier schon. Ja, das sieht nicht allzu gut aus. Es sind nur noch 20 Sekunden und das Team aus den USA scheint hier wirklich den dritten Platz klar machen zu können.
Ja, es sieht so aus, es sieht alles danach aus, als ob die USA sich hier mit einem, wenn auch sehr, sehr spannenden 2:0 gegen Australien durchsetzen können. Wir zählen die letzten Sekunden dieses Matches. Ja, drei, und gleich zwei, werden wir hier eins, die Amerikaner jubeln sehen über einen Teamplatz. Das Dritte aus den Vereinigten Staaten gewinnt ja auch die zweite Map. Und dementsprechend haben sie jetzt ja auch schon das Best of Three für sich entschieden. Und damit richtig den dritten Platz erreicht. Und die 10.000 Dollar können sie jetzt mit nach Hause nehmen. Ja, Bronze für die USA in Halo 3. Und Australien muss sich leider mit dem vierten Platz zufrieden geben. Aber das war noch lange nicht alles, was wir haben in Sachen Halo 3 hier auf den WCG Grand Finals. Morgen steht noch das große Finale an.